Sie kamen zur Welt, als die Mauer fiel. An dem Tag, der das Leben ihrer Eltern auf den Kopf stellen sollte. Ich habe das ja gar nicht registriert, was da überhaupt passiert war in der Nacht. Ich habe mein Kind geboren. Wenn ich früher erwähnt habe, am 9.11.89 bin ich geboren, dann wussten alle sofort, okay, Mauerfall. Wenn ich das hier allerdings erwähne, wieso, was war denn da? Also viele wissen das tatsächlich gar nicht mehr, was am 9.11. war. Meine Schwiegermutter kam zu Besuch und hat gesagt, oh Gott, weißt du überhaupt, was hier überhaupt los ist? Aber wir werden das schon irgendwie schaffen, auch mit den Kindern und so. Man kennt noch die DDR aus Bildern, von den Geschichten. Man weiß, wie es damals gelaufen ist, man ist aber auch anders. Wir sind die Nach-DDR-Generation vielleicht. Finde ich auch, das kann man so sagen. Ja. Wie hat das ihr Leben geprägt? Sie schläft bestimmt noch. Wo ist die Braut, die sich traut? Runterkommen! Annemarie und Annika kamen am 9. November 1989 als zweieiige Zwillinge zur Welt. Die Braut, die sich traut. Hallo. Seit 29 Jahren warte ich darauf, deine Trauzeugin zu sein. Es war ja klar, dass ich das werde als deine Zwillingsschwester. Und sage dir, das wird unser Jahr, 30 Jahre die Zwillinge. Prost. Prost. Auf Annemarie. Auf Annemarie. Mein Freund hat mir schon ganz viel Angst gemacht. Ich habe schon gesagt, ich soll meinen Personalausweis einpacken und bevor ich dann Angst habe, also so ein Bungee-Jump ist doch was ganz Entspanntes. Ja. Wir haben uns ganz viel Mühe gegeben, es wird ein unvergesslicher Abend. Ja, ohne Nervenkitzel, ne? Ohne Nervenkitzel. Gut. Junggesellinnenabschied für Annemarie. Ihre Zwillingsschwester ist gerade aus Hamburg wieder hergezogen, nach Rostock, weil sie die Trennung nicht ausgehalten hat. Seit einem halben Jahr hat sie für Annemarie alles heimlich organisiert. Und die ahnt nicht, was sie erwartet. Ein Hamburger Hotel in bester Lage. Hier hat Marvin heute seinen ersten Tag. Auch ein Novemberkind. Aufgewachsen in einem Mecklenburger Dorf. Das sind mein Kollege, Marvin. Heute fängt er hier an, als zweiter Chef am Tresen. Eine Herausforderung? Ein bisschen. Erster Tag ist immer was Neues, ne? 11. Obergeschoss. Die neue Position ist für Marvin ein Aufstieg. Vor 3 Jahren war Marvin noch bei der Bundeswehr. Aber dann hat er hingeworfen. Das ist übrigens Tisch 40, fortlaufende Nummern, bis am Ende des Tresens 55. Okay. Er hat die vielversprechende Offizierslaufbahn abgebrochen und gegen die Cocktailbar eingetauscht. Man muss auch irgendwo Disziplin haben, man muss eine Ordnung haben. Man muss sich natürlich immer nach den Vorgaben richten. Aber vom Zwischenmenschlichen ist es halt das komplette Gegenteil zu allem, was es halt jemals vorher war. Oh, ich krieg das nicht rein. Pierre, kannst du mir einfach kurz helfen? Mhm. Jetzt habe ich es, glaube ich, geschafft, ne? In dem Moment. Das ist jetzt so ziemlich mein dritter richtiger Job. Jetzt als stellvertretender Barchef hier angefangen sozusagen heute. Heute als Probetag. Geht alles nochmal von vorne los. Neues Hotel, neue Bar, neue Leute, neue Ansprüche, neue Ziele, neue Herausforderungen auf jeden Fall. Everything still okay? The check? Oh, do you pay cash or card? Yeah, sure. The room number is. Meistens sind die ja verwirrt, weil ich ja gar nicht Sächsisch spreche oder irgendwas. Ne? Ist ja ganz komisch. Ich bin Ossi und rede gar nicht mit so einem komischen Dialekt. Aber schlussendlich ist jeder gleich, egal wo er herkommt hier. Also vor allem hier in Hamburg auf St. Pauli habe ich das immer zu spüren gehabt, weil da sind so viele verschiedene Kulturen, die da aufeinandertreffen. Wenn du einen dann nach der Herkunft verurteilst, dann hast du auch St. Pauli auf jeden Fall verloren. Okay.
Vom beschaulichen Dorfleben in Mecklenburg in die weltoffene Großstadt. Marvins neue Heimat. Wenn ich früher erwähnt habe, ja, ich habe am 9.11.89 bin ich geboren, dann wussten alle sofort, okay, Mauerfall. Wenn ich das hier allerdings erwähne, wieso, was war denn da? Also viele wissen das tatsächlich gar nicht mehr, was am 9.11. war. Hier in Hamburg will er mal erster Barchef werden. Seine Eltern fragen sich, ob das die richtige Entscheidung ist. Nach 2 Stunden Autobahn, die Zwillinge sind am Ziel. Annemarie, wir holen dich jetzt langsam raus. Langsam. Das erste Spiel beginnt. Okay, bereit. Super. Warte. Du kommst jetzt mit? Ja. Warte mal. Jetzt geben wir dir was in die Hand. Ja. Es ist nichts fürs Bett. Ja. Ja? Kommst du nicht drauf? Okay, wir nehmen dir jetzt mal die Brille ab. Aber ich will selber machen. Liebe Annemarie, andere. Wir sind ja im Airport. Andere, ne? Andere brauchen einen Tag für ihren Junggesellenabschied zum Party machen. Wir brauchen mehr. Wir brauchen 4 Nächte. Wir fahren nach Ida! Für ihre Schwester ist Annika kein Aufwand zu groß. Wenn schon Junggesellinnenabschied, dann richtig. Das ist Wahnsinn, ja. Das ist ein bisschen übertrieben, aber nehme ich gerne an. Die letzte DDR-Generation. Hineingeboren in eine Zeit des Umbruchs und der Neuorientierung. Man muss machen, was man gerade machen möchte. Alles, was man jetzt nicht macht, kann morgen schon wieder vorbei sein. Das ist das, was unsere Generation halt lernt und ausmacht. Genau. Genau. Eins machen wir noch. Unsere Eltern haben immer zu uns gesagt, reist, fahrt los, macht einfach. Mhm. Ne? Sucht euch nicht nur hier Ziele in Europa, sondern fliegt ganz weit weg und guckt euch die Welt an, weil sie es nicht konnten. Ja. Und weil sie damit erst spät anfangen konnten. Ne? Und das hat uns schon geprägt. Ja. Und deswegen ja heute auch, ne, eine Reise. Mal eben mal so, los. Ohne, ne, dass wir dich irgendwo anmelden mussten. Genau. Von Hamburg 4 Tage über die Nordsee Richtung Amsterdam und Dover. Annika schenkt ihrer Schwester die kleine Kreuzfahrt auch, um ihr neuerdings wieder gemeinsames Leben in der Heimat zu feiern. Mehr als 10 Jahre lebten sie getrennt in Hamburg und in Rostock. Marvin ist erst vor 3 Jahren in Hamburg angekommen, nachdem er mit der Bundeswehr gebrochen hatte. Zurück in seine alte Heimat, aufs Dorf in Mecklenburg, das kommt für Barkeeper Marvin nicht in Frage. In der Generation meiner Eltern musste immer alles komplett einen strukturierten Weg gehen. Also Schule, dann Ausbildung, dann Erfahrung sammeln, dann einen festen Job und dort dann aufsteigen, bis man in die Rente geht sozusagen. Heutzutage gibt es so viele Umschulungen, wo man halt komplett halt was anderes macht. Ich bin da, glaube ich, selber das beste Beispiel. Von der Bundeswehr zum Barkeeper ist, glaube ich, so der größte Sprung, den man machen kann, von einer Seite zur nächsten. Und dadurch, da gab es aber auch viel Konfliktpotenzial dann, weil mir dann natürlich auch vorgeworfen wird, ich mache nichts zu Ende und ich wäre zu sprunghaft und würde nichts hinter wirklich stehen. Ich habe auf jeden Fall mehr Freiheit gesucht, definitiv. Deswegen bin ich natürlich auch aus der Bundeswehr rausgegangen, weil man war zu sehr vorherbestimmt. Man hatte eine bestimmte Zeit, die man an einem bestimmten Standort ist, dann musste man irgendwo anders hin. Das war mir alles, ich konnte mich zu wenig selber orientieren, zu wenig selber meine Ziele setzen. Und dadurch jetzt als Barkeeper, schlussendlich Barkeeper, gibt es überall auf der Welt. Da könnte ich überall arbeiten. Wenn ich morgen sage, ich gehe jetzt in die USA, kann man das auch da machen. Cocktail mixen. Auch in der Freizeit ist sein Ding. Aber Marvin hat lange gebraucht, um herauszufinden, welcher Weg für ihn der richtige ist. Als ich 18, 19 war, da hatte ich noch überhaupt gar keine Ahnung, wer ich selber war. Geschweige denn, was ich mal irgendwann will.
Und ich denke, die heutige Generation, also die jüngere Generation, ich gehöre jetzt auch schon fast ja zu den Älteren, kann man so sagen. Ich glaube, die haben diese Probleme auch, aber die haben das Problem, dass sie halt noch mehr Möglichkeiten haben und dadurch noch viel weniger wissen, in welche Richtung es jetzt überhaupt gehen soll. Die kleine Kreuzfahrt war ein voller Erfolg. Schon kommt die nächste Sause. Ein Polterabend wie zu DDR-Zeiten soll es werden, im Heimatdorf der Zwillinge, bei Rostock. Voll meine Farbe, ne? Eigentlich ja, ne? Ein Polterabend ist ja immer was sehr Entspanntes. Man bereitet viel vor, aber es muss nicht alles perfekt sein. Also, nee, ich freue mich einfach nur auf den Polterabend. Ich hoffe, dass viele Leute kommen. Und es werden auch einige kommen, mit denen man nicht rechnet. Aber das ist gerade das Schöne, ne? Ja. Jeder darf kommen. Wirklich jeder. Genau so wie in Kindertagen. Mit Oma und Mutter in der Küche kochen und klönen. So? Ja. Vieles ist nicht mehr so beständig wie früher, wenn man das so vergleicht. Aber was beständig ist, ist halt die Familie. Ne? Die kann man sich nicht aussuchen, die ist da. Wobei wir ganz viel Glück hatten mit unserer Familie. Und es ist so, dass man, glaube ich, schon sagen kann, dass das so die Werte sind, die uns mitgegeben wurden. Ne? Und das ist auch einfach schön. Das macht ja auch Spaß. Also es ist jetzt, wirkt vielleicht jetzt ein bisschen stressig, aber es ist ja auch nichts, es ist ja was Schönes. Genau. So eine Feier zu planen, zu organisieren, zu machen. Und in einer Stunde, in zwei Stunden sind wir auch fertig und dann geht's los. Genau. Guck mal, da schläfst du. Ja, mich konnte man immer einfach rausziehen, ne? Ist ja auch wie ein Buddha. Annika? Ja, aber 3-2. Also es ist nicht zu schwer gewesen. Nee, 100 Gramm heutzutage weniger als zu viel, ne? Also, ja, da steht es, 9.11.89. Eigentlich habe ich es sehr interessant gefunden, bis auf das mal meine Schwiegermutter zu Besuch kam und gesagt hat, oh Gott, weißt du überhaupt, was hier überhaupt los ist? Aber wir werden das schon irgendwie schaffen, auch mit den Kindern und so. Also da habe ich das erste Mal so mit der Angst zu tun gekriegt und habe gedacht, oh Gott, was passiert denn da so um dich herum? Und ne, du liegst hier und kriegst das gar nicht so mit. Da ist das Bild von der Einschulung. Hier, guck. Das Leben nach der Wende war für die Mutter erstmal hart im Vergleich zum DDR-Alltag. Ich hatte auch nicht so das wahnsinnige Problem mit der DDR-Zeit, weil ich vielleicht aber auch nicht so ein anspruchsvoller Mensch war, glaube ich. Also ich war mit dem zufrieden, was ich so hatte. Und das war okay so für mich. Ne? Ja, und ich stelle mir das ganz schlimm vor. Also ich kann da, also es gibt natürlich ganz viele positive Aspekte, aber den Gedanken, einfach seine Meinung nicht zu sagen, das finde ich furchtbar. Ich bin so dankbar, dass ich jetzt beispielsweise bei der Bürgermeisterwahl da 9 verschiedene Leute sitzen, die verschiedene Ansichten hat und es ist in Ordnung, dass einer davon gefällt und es ist sogar gewollt, dass man darüber offen redet, dass der eine das denkt und der andere das. Und wenn man überlegt, dass es diesen Demokratieansatz nicht mehr gibt, wüsste ich nicht, wie man sich da finden sollte. Ganz viel Glück! Darf man daneben? Geht besser, ne? Die DDR will hier keiner zurück. Aber Familie und Tradition sind für die Zwillinge sehr wichtig. Hier in der Griesengegend bei Ludwigslust ist Marvin aufgewachsen. In Altkränzlin. Seine Eltern besucht er eigentlich nur zu Familienfesten. Gestern war der 60. Geburtstag seines Vaters. Und Marvin hat eine Überraschung parat. Er ist jetzt erster Barchef in Hamburg. Allerdings nicht mehr im Hotel. Lasst es euch schmecken. Jetzt ist er im Braugasthaus Altes Mädchen auf der Schanze. Und, was habt ihr für Schichten? Eine von morgens bis nachmittags? Oder? Speziell in meiner Position sind es dann schon eher so 9-10 Stunden, die ich mache pro Schicht. Ja gut, das gehört sich auch so als Chef. Ich wollte sagen, das kennst du nicht anders, war bei dir früher noch viel mehr wahrscheinlich. Ich wäre als Jugendlicher auch mal gern, das habe ich immer, ich wäre nicht in Hamburg geblieben, nie. Ich wäre immer wieder zurückgekommen. Aber mal hinfahren, mal angucken, das alles, das natürlich ja. Und natürlich ist es ein bisschen Angst gewesen, dass er da nicht in die falschen Kanäle gerät oder was, unter die Räder kommt. Drogen habe ich nicht so viel Angst davor, aber Alkohol, da habe ich schon meine Sorgen gehabt.
Dann arbeitet er auch noch in der Bar, da brauchen wir uns gar nichts vorzumachen. Da ist die Versuchung einfach groß. Und deswegen bin ich sehr froh, dass er das bis jetzt so gut hinbekommen hat. Und ja, ich glaube, er ist ja auch erwachsener geworden. Das Wichtigste ist, dass man Spaß am Job hat. Und deswegen natürlich haben sie mir alle Möglichkeiten eröffnet und mir versucht, wirklich alles, was ich wollte, konnte ich auch immer ausprobieren. Aber sie haben nie gesagt, mach doch das oder mach doch dies oder was hältst du davon, sondern sie meinten, hey, das musst du selber wissen. Du willst erwachsen werden, werd erwachsen. Und Marvin ist seinen Weg gegangen. Nicht unbedingt so, wie sich die Eltern das gewünscht hatten, aber raus aus dem Dorf, das können sie verstehen. Hier bei uns ist eigentlich, ist ja weiter nichts, außer Agrargenossenschaft, ne? Und die ist auch gerade verkauft worden, ist jetzt groß geworden. Es sind auch schon viele, die man nicht mehr kennt. Irgendwie war der keine Handwerker, nichts. Die fahren alle weg zur Arbeit. Am Tag ist ja eigentlich nichts los, die sind alle weg. Eigentlich sind alle weggegangen, die irgendwie eine Perspektive gefunden haben, irgendwo anders. Manche sind zwar noch in der näheren Umgebung irgendwo geblieben, in den Kleinstädten, aber die meisten, die hat es einfach weit weggezogen. Und dann darf man ja auch nicht vergessen, dass die Verdienstmöglichkeiten für junge Leute auch nicht die sind, als wenn sie jetzt in Lübeck oder Hamburg arbeiten. Das ist einfach so. Und das kann man keinem verdenken. Und das Geld spielt heute leider immer mehr eine ganz große Rolle. Es ist so. Für Marvin war es aber nicht das Geld, sondern die bunte Welt der Großstadt. Das Einzige, was wir machen können, ist halt, wir können was mit der Familie machen. Das freut mich natürlich immer sehr, wenn ich meine Oma besuche im Nachbarort oder Tanten und Onkel, meinen Cousin und meine Cousine, sowas alles. Aber außer der Familie gibt es jetzt hier nichts, wo ich sagen müsste, oh ja, deswegen komme ich unbedingt nochmal zurück nach Hause. Auch die Zwillinge sind nach der Schule weg aus ihrem Dorf. Die frisch verheiratete Annemarie macht ihren Doktor in der Rostocker Uniklinik für Strahlentherapie. Für sie war immer klar, sie wird Vollzeit arbeiten, auch mit Kind. Genau so haben es ihr die Oma und Mutter vorgelebt. Außerdem mag sie ihren Job in der Krebsforschung sehr. Wie, du hast dort Platz gemacht für die deine? Du bist ja gut. Ich bin ja auch der eher introvertierte Zwilling von uns beiden. Ich liebe das, für mich alleine in Ruhe zu arbeiten, ganz viel Routine zu haben, kreativ zu sein. Also ich kann ja ganz kreativ meine Forschung betreiben. Man wird ja während der Schulzeit, während der Kindergartenzeit die ganze Zeit verglichen miteinander. Und ich glaube, man möchte auch einfach seine eigene Richtung haben, seinen eigenen Bereich, sein eigenes Feld und nicht etwas haben, bei dem man dann auch später vielleicht verglichen wird, wer macht seinen Job besser. Also das ist ganz schön, dass ich was ganz anderes mache als sie und jeder in seinem eigenen Feld, in seinem Berufsbild glücklich ist und seinen Weg geht. Annika ist Abteilungsleiterin im Jugend- und Sozialamt Rostock. So unterschiedlich sie sind, beide wollen Karriere machen. Also das sind so wirklich zwei Extreme, die so aufeinanderfallen. Annemarie liebt Garten, ich liebe Schuhe, ich liebe Shoppen, sie hasst es. Sie liebt Biologie. Ich war dankbar, wenn sie im Bio neben mir saß und die praktischen Aufgaben für mich gemacht hat. Und so haben wir uns aber auch schon immer im Leben ergänzt. Wir gucken eigentlich immer, wer kann was gut und wie kann ich den anderen unterstützen. Ihre Mutter wird nach der Wende arbeitslos. Das wirkt bis heute nach. Bei Mama war ja das ein bisschen holprig mit dem Arbeitsverhältnis, weil es ja ihren Job gar nicht mehr so wirklich gab, nachdem sie aus der Elternzeit gekommen ist. Und das prägt einen schon, wenn man dann sieht, dass jemand nicht die Ausbildung hat, die gerade gut gefragt ist und sich in der Arbeitswelt erstmal orientieren und quälen muss, bis er eine gute Arbeitsstelle hat. Ich glaube, das hat uns auch sehr bodenständig gemacht, dass wir das kennengelernt haben, wie schwer verdient auch Geld sein kann. Unsere Eltern waren diejenigen, die uns das Bewusstsein für die Freiheit gegeben haben, aber auch das Verantwortungsbewusstsein dieser Freiheit gelehrt haben. Das heißt, wir haben viel darüber nachgedacht, was wir machen. Ich habe viele Vorstellungsgespräche gehabt, hatte viele Möglichkeiten. Ich denke, das kann ich ganz klar sagen, dass wir dieses Bewusstsein durch meine Eltern bekommen haben. Ja.
Ein Bewusstsein für die Freiheit entwickelt Marvin erst viel später. Mit seiner Entscheidung, die Bundeswehr zu verlassen und Barkeeper zu werden. Das spürt er umso deutlicher, wenn er in sein Dorf zurückkehrt. Es hat sich nichts verändert in den letzten 30 Jahren gefühlt. Ist immer noch alles so, wie ich es kenne. Gut, ein, zwei Häuser sind vielleicht, eins ist neu gebaut und die anderen sind vielleicht ein bisschen renoviert worden. Aber sonst ist immer noch alles beim Alten. Auch bei seinen Kameraden von früher, von der Freiwilligen Feuerwehr, hat sich nicht viel verändert. Seine gesamte Jugend hat er hier verbracht. Wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Ganze paar Stunden hier. Bei dir? Bei mir, ja. Waldi war damals schon sein Wehrführer. Hexe und Bomber waren auch schon dabei, als er mit 12 Jahren die ersten Übungen gemacht hat. Bei unzähligen Wettbewerben mit anderen Jugendfeuerwehren haben sie gemeinsam um Pokale gekämpft. Die Hälfte davon ist ja noch von meiner Zeit, ne? Also hier 2007 und so weiter, das war ich. Ja, das sagst du. Oh nein, komm jetzt auf. Ha, 2001 habe ich angefangen. Nächstes Jahr hätte ich 20 Jahre gehabt, rein theoretisch. Ja, schöne Zeit. Ich dachte, um sowas komme ich rum hier. Und dann wird aus der Stippvisite doch etwas mehr. Immer wieder sonntags. Die Wehrübung. Eintauchen in die Vergangenheit. Weiß jeder jetzt, was er zu machen hat? Ich bin gar nicht. Ihr seid schlau, probieren es euch ja. Alles so wie vor 20 Jahren? Schlimmer. Das ist jetzt gerade tatsächlich relativ gut organisiert. Also als ich angefangen habe, Erwachsenenfeuerwehr zu machen, da waren schon bei den Begriffen Angriffstrupp, Wassertrupp und Schlauchtrupp waren schon die ersten Fragezeichen über den Köpfen. Da wusste schon gar keiner mehr, woher ist wofür zuständig überhaupt. Marvins Entscheidung für die Bundeswehr, das war für seine Kameraden ein gerader Weg. Aber dann Barkeeper... Überrascht, auf jeden Fall. Er könnte vielleicht noch mehr. Das ist ja das, wenn ich mir sage, okay, er macht Leiter noch oder Barkeeper Leiter da oder was gibt, dann denke ich mal, ja, kann man machen. Ne, aber wenn er es ihm glücklich macht, das muss ihm Spaß machen. Und das macht ihm, sonst wird er es nicht machen. Und das ist wichtiger, als was man sich vor ihm vorgestellt hat. Aber einfach nur so zuschauen will er dann doch nicht. Schauen wir mal, ob ich eingerostet bin oder ob ich ein bisschen was kann. Was am Arsch? Einmal noch das alte Leben in der Dorfgemeinschaft. Mit klaren Regeln und trotzdem fröhlichem Chaos. Marvin ist der Einzige, der hier das Abi gemacht hat und dann fortging für die Karriere. Ja, das war's schon. Hätte ruhig noch ein bisschen nasser sein können. Nein, aber war schön, mal wieder mitgemacht zu haben. So ein bisschen. Auf jeden Fall war spaßig. Aber mehr auch nicht. Heute Abend wird er wieder im Zug nach Hamburg sitzen. Die Zwillinge haben ein anderes Ziel vor Augen. Es reicht ihnen nicht, endlich wieder in derselben Stadt zu wohnen. Sie wollen mehr. Ihr erster Termin in einem Musterhaus. Okay. Ja. Noch wohnt Annika bei ihrer Mutter und Annemarie mit Mann und Kind in der Stadt. Ich würde gerne einen Kaffee. Dann haben wir für die beiden Wohneinheiten links und rechts im Prinzip den Blick aus dem Wohn- und Essbereich mit den bodentiefen. Der Traum der Schwestern, ein Doppelhaus. Typ Zwillingswohnen. Wir sind ja erprobt darin, uns auf die Pelle zu rücken. Also das können wir sehr gut und es funktioniert auch sehr gut. Also deswegen haben wir da eigentlich auch keine Angst. Deswegen brauchen wir vielleicht eine große Hecke. Für den Ernstfall, aber... Nein, und es ist auch so, dass einfach das Gefühl, man kann rübergehen, finden wir gut. Aber auch, ich sag mal so, vom Praktischen her, stellen wir uns das einfach schön vor, ein Haus zu haben. Ne?
ich bin so groß geworden mit meiner Oma, die neben uns gewohnt hat. Für uns als Kinder war das perfekt und ich glaube auch für unsere Eltern, dass sie jemanden hatten, der dann im Notfall immer da war. Das wäre der Klassiker? Genau. Als Zwillinge immer füreinander da zu sein, das gibt ihnen die Sicherheit, die sie für ihre Zukunft brauchen. Kann natürlich auch sein, dass wir in 10 Jahren was ganz anderes sagen, um Gottes Willen. Aber da haben wir klare Vereinbarungen zu, dass, wenn es mal kracht, wir beide miteinander reden. Und das haben wir die letzten 30 Jahre geschafft. Also warum nicht die nächsten 50 noch? Dann wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende. Ja, danke schön. Bis bald. Ich auch. Danke. Freue mich zu Geboren sein. Am Tag des Mauerfalls. Danke. Annika und Annemarie haben ihren Weg vor Augen. Im Beruf und in der Familie. Geprägt von ihrer Mutter, die nach der Wende ihren Weg erst langsam finden musste. Zwischen Euphorie und Ernüchterung. Endlich zurück in Hamburg. Auf dem Kiez in St. Pauli. Darauf hat sich Marvin schon das ganze Wochenende gefreut. St. Pauli steht für mich für Toleranz, für Offenheit. Wer nach St. Pauli kommt, der möchte mal was erleben, was er nirgendwo anders sehen kann. Und ich glaube, das gibt's so nur auf St. Pauli. Und das ist das, was ich halt toll finde. Und es ist eine riesengroße Familie. Eigentlich einmal St. Pauli, immer St. Pauli. Wenn man dort Freunde gefunden hat, dann hat man die auch fürs Leben. Marvin auf dem Weg zu seiner Lieblingskneipe. Die Karaoke-Bar auf der Großen Freiheit. Mindestens einmal die Woche ist er hier, meist nach seiner Schicht. Seine Vergangenheit ist jetzt ganz weit weg. In der bunten Partywelt seiner Stammkneipe hat er seinen Platz gefunden. Die letzte DDR-Generation. Aufgewachsen in einer Zeit des Umbruchs und der 1000 Möglichkeiten. Die Zwillinge leben die Tradition weiter. Barkeeper Marvin bricht damit. Aber alle drei nutzen die Freiheit, die sie gewonnen haben. An den Mauerfall erinnert sich hier kaum noch einer. Aber bei dem Wendehit von 1989 sind sie alle textsicher. Man trifft neue Leute jeden Abend oder auch alte Bekannte, die man vorher schon mal beim Karaoke getroffen hat. Ist wie eine große Familie. Man sucht sich einen Song aus, man gibt den ab, man singt was und alle haben gute Laune, alle feiern es. Stimmung ist immer gut, Stimmung ist immer toll. Stress gibt's hier nie. Spaß ist auf jeden Fall wichtig. Ich meine, ohne dass die Leute Spaß haben wollen, hätte ich gar keinen Beruf. Ich bin Barkeeper, da ist natürlich wichtig, dass die Leute Spaß haben wollen, sonst würden sie gar nicht zu mir kommen. Und das hier ist genau das, was ich auch so sehr mag. Spaß, Lebensfreude, Leute, die sich für nichts zu schade sind und alles mal mitgemacht haben. Thank you.